Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Serienreihe. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Letztes Mal habe ich euch ja 5 Serien von Netflix vorgestellt, die ich super gerne schaue und die ich euch gerne etwas näher bringen möchte. Und heute machen wir weiter mit 5 Serien, die ich auf Amazon oder Amazon Prime ganz regelmäßig schaue oder einmal komplett durchgesuchtet habe. Wie auch bei den Netflix-Serien möchte ich jetzt nicht dafür garantieren, dass die Serien nicht auch auf Netflix erschienen sind, also die Serien, die ich euch heute vorstellen möchte. Und umgekehrt möchte ich nicht behaupten, dass die 5 Netflix-Serien nicht auch auf Amazon Prime zu finden sind. Die heutige Mischung ist auch wieder bunt durcheinander, also es ist jetzt nicht alles nur rein Fantasy oder rein Action geladen, es ist wirklich ein bunter Haufen zusammengekommen und ich würde sagen, ich fange auch direkt mit der ersten Serie an. Und das wäre hier eine absolute Kultserie, Two Broke Girls. Ich habe die Serie so geliebt. Ich fand einfach diese Max-Darstellerin oder den Charakter Max so Endlevel-Hardcore. Sie hat einfach für alles einen doofen Spruch. Sie gibt Kontra, sie haut auf die Kacke, sie ist so richtig badass und ich liebe sie. Ich liebe sie abgöttisch. Das Pendant dazu ist die neurotische Caroline, die auf einmal vom verwöhnten, reichen Prinzesschen zur armen Kirchenmaus wird, nenne ich es jetzt einfach mal. Die beiden lernen sich kennen, sie arbeiten zusammen im Diner und beide möchten irgendwie eigentlich immer aus diesem Diner raus, aber insgeheim lieben sie es, dort zu arbeiten. Sie möchten zusammen ein Cupcake-Imperium starten, denn Max ist eine grandiose Bäckerin. Das Ganze gestaltet sich natürlich ein bisschen schwieriger als erwartet, weil die beiden einfach kein Geld haben. Und so machen sie sich dran, mit kleinen Jobs, mit dem Jobben im Diner, einfach ein bisschen Geld zur Seite zu legen, um sich ihren Traum zu verwirklichen. Das Ganze ist natürlich gepaart mit vielen Story-Strängen, die von der Hauptstory dann natürlich auch mal weggehen. So ein paar Liebesgeschichten, ein paar Flirts, ein paar lustige Charaktere, die auftauchen. Zum Beispiel Stiflers Mom spielt mit. Das ist eigentlich schon ein Grund, das Ganze zu schauen, weil diese Schauspielerin einfach grandios ist. Und sie spielt da so ein richtiges blondes Doofchen. Aber sie ist so überzeugend. Ich finde es einfach nur Weltklasse. Und das Gute an den Folgen ist einfach auch, dass man sie kreuz und quer schauen kann. Ich meine, die Hauptstory ist immer da, aber jede Folge an sich ist abgeschlossen. Jede Folge an sich kann man einfach zwischendurch mal schauen. Ab und an schalte ich auch mal den Fernseher an, da läuft dann eine Folge. Dann finde ich es immer wieder witzig, das zu sehen. Und es macht mir dann auch gar nichts aus, dass ich die Folgen davor nicht gesehen habe, dass es irgendwo mitten Staffel 3 ist. Also wenn ihr was zum Lachen wollt, wenn ihr zwei taffe Mädels sehen wollt, dann müsst ihr euch unbedingt Two Broke Girls anschauen. Kommen wir jetzt zu einer Serie in einem ganz anderen Bereich. Es ist viel mehr Action, viel mehr Intrigen, viel mehr Blut, viel mehr nachzudenken, sage ich einfach mal. Ich spreche nämlich von Prison Break. Und in Prison Break geht es ja um zwei Brüder. Der eine sitzt im Gefängnis, weil er angeblich jemanden umgebracht haben soll und wird zum Tode verurteilt. Und der jüngere Bruder Michael, der ist so ein richtiges Genie, der ist hochbegabt, der sagt, nein, mein Bruder war das nicht und versucht mit allen Mitteln, ihn aus dem Gefängnis zu holen. Das Ganze funktioniert dann aber nicht so, wie er möchte und er schmiedet einen Plan. Er möchte sich nämlich ins Gefängnis einweisen lassen, beziehungsweise möchte im Gefängnis inhaftiert werden. Das Wort hat mir gefehlt. Inhaftiert werden, macht dazu einen gefakten Banküberfall und kommt dann auch in dieses Gefängnis, in dem sein Bruder sitzt. Was die Leute natürlich nicht wissen, ist, dass Michael Scofield als Ingenieur, ich glaube Ingenieur ist er, damals geholfen hat, das Gefängnis zu konstruieren und zu planen. Dementsprechend weiß er, wo jede Schraube sitzt, wo Notausgänge sind, wo Geheimgänge sind. Und damit er den Plan nicht vergisst, lässt er sich was
richtig Cooles eigentlich einfallen. Ich würde mich das niemals trauen, meinen Körper so zu verschändeln. Aber er macht einen Fluchtplan und jede Etappe, jeder Step von diesem Plan lässt er sich auf die Haut tätowieren. Auf den ersten Blick sieht das dann aus wie einfach ein riesiges Ganzkörper-Tattoo. Aber dann steht hier mal ein X und eine 2 oder einfach nur ein Wort irgendwo dazwischen auf einem Banner. Aber er weiß genau, was was bedeutet und kann anhand seines Körpers quasi den ganzen Fluchtplan starten. Das ist quasi das Ganze, um das es in Staffel 1 geht. Staffel 2, 3 und 4 haben zwar natürlich auch noch mit der Thematik zu tun, warum Lincoln, also sein Bruder, im Gefängnis saß. Und nach kommen immer mehr Intrigen raus. Es gibt Charaktere, von denen man von Anfang an denkt, oh, hoffentlich stirbt der oder hoffentlich ist der nicht lang bei der Serie mit dabei. So richtige Ekelpakete sind da auch dazwischen. Dann aber auch wieder super tolle Charaktere, die auf einmal in Staffel 2 oder 3 eine viel größere Rolle spielen. Also ich kann euch Prison Break wirklich nur empfehlen. Ich habe die 4 Staffeln, ich weiß nicht wie oft gesehen. Und dann kam auf einmal, letztes Jahr war es, glaube ich, auf einmal eine 5. Staffel. Und ich habe gedacht, what? Es geht weiter, es geht weiter. Und Staffel 4 hat so böse geendet. Und ich dachte damals, ich werde im Leben nicht mehr froh, weil es einfach rum war. Die Serie war einfach vorbei nach 4 Staffeln. Mit einem quasi geschlossenen Ende. Ohne Cliffhanger, ohne alles. Und plötzlich gibt es eine 5. Staffel. Die ist, glaube ich, mittlerweile eine meiner liebsten Staffeln geworden. Ich habe die jetzt auch schon 2-mal, glaube ich, komplett gesehen. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr ein bisschen nervenaufreibende, actiongeladene Spannung wollt, dann schaut definitiv Prison Break. Und ich meine, Michael Scofield ist ja auch jetzt nicht so zu verachten optisch. Dann kommen wir jetzt zu einer Serie, die ich erst vor kurzem für mich entdeckt habe. Ich wusste zwar, dass es sie gibt und dass ganz viele meiner Freunde das auch schauen und immer zu mir gesagt haben, du schaust die und die Filme doch gern, dann musst du die Serie sehen. Die ist nämlich quasi ein Teil davon, sie gehört dazu. Es kommen ganz viele Charaktere von den Filmen nämlich auch darin vor. Ich spreche nämlich von Agents of S.H.I.E.L.D. und das ist quasi die kleine Schwester der ganzen Marvel-Filme. In der Serie geht es natürlich nicht um Thor, Captain America, Iron Man. Die tauchen namentlich zwar auch da auf, aber es geht eigentlich um Agent Coulson, der in einem der Filme ja ein trauriges Ende genommen hat. Wie die Serie zeigt, war das Ende gar nicht so traurig, denn er ist noch am Leben und er hat jetzt seine eigene Spezialeinheit bestehend aus 2 Forschern, einer Agentin, die das Flugzeug, in dem sie leben, fliegt. Dann ist noch ein Agent dabei, so ein, ich nenne mal Badass-Kampftyp. Mit den Namen habe ich es leider noch nicht so. Und dann taucht eine neue junge Frau auf, die dann auch mit ins Team aufgenommen wird. Das Ganze ist quasi die S.H.I.E.L.D.-Einheit. S.H.I.E.L.D. soll einfach die Erde vor übernatürlichen Wesen, vor Außerirdischen, vor Göttern und Co. beschützen oder einfach vor Menschen mit übernatürlichen Kräften. Und im Laufe der ersten Staffel, weil da bin ich nämlich noch nicht, tauchen auch etliche Menschen mit übernatürlichen Kräften auf. Ich sag auch, jede Folge ist quasi abgeschlossen. Die kann man also auch einzeln schauen. Aber durch die ganze Serie zieht sich ein roter Faden, der so quasi die Hauptgeschichte weiterträgt. Denn jeder der Agenten hat so seine Geschichte und man kriegt so nach und nach mit, was passiert ist oder was so in ihren Köpfen vorgeht und was sie in Zukunft vielleicht rausfinden möchten oder wo sie sein möchten oder was sie sich von ihrem Leben wünschen. Als riesen Marvel-Fan ist das natürlich wirklich für mich ein Muss gewesen, aber ich habe halt immer gesagt, ich muss mich auf eine Serie einlassen und wenn ich gerade 4 Serien parallel schaue, dann will ich keine Serie schauen, auf die ich mich wirklich so fokussiere und von der ich weiß, dass sie mir extrem gut gefallen wird. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber
Agents of S.H.I.E.L.D. ist wirklich grandios. Es ist für mich nichts, was ich einfach mal so zwischen Tür und Angel gucke. Bei manchen Serien, die lasse ich ja einfach hier auf dem Rechner oder auf dem Fernseher laufen, gehe zwischendurch mal in die Küche, gehe mal ins Schlafzimmer. Und da macht es mir auch nichts aus, wenn die einfach weiterlaufen. Man kommt ja immer wieder rein, aber Agents of S.H.I.E.L.D. ist wirklich so eine Serie, wenn ich mir eine Folge anmache, dann konzentriere ich mich wirklich zu 100% auf die Folge. Dann hat es eine weitere Amazon Prime Serie geschafft, mich zu verzaubern. Und ich spreche nämlich von Lucifer. Lucifer ist eigentlich quasi der Teufel. Er hat aber keine Lust mehr, sag ich mal, Sklave für seinen Vater zu spielen und die Leute in der Hölle zu foltern. Er hat irgendwann die Nase voll und nimmt seine Lieblingsfolterdämonin Mezekin mit und reist auf die Erde. Dort verpasst er sich den lustigen Namen Lucifer Morningstar, macht einen Nachtclub auf, in der Mace dann anfangs auch einfach Bardame spielt. Aber das ganze Thema böse Bestrafen lässt ihn natürlich nicht los. Und so kommt es, dass er eines Tages auf die Dame vom LAPD, Chloe Decker, trifft. Er nennt sie immer liebevoll Detective. Er nennt sie nie bei ihrem wirklichen Namen. Er ruft sie immer Detective. Und es ist einfach so schön. Und man spürt einfach, wie der Teufel in Person plötzlich seine warme, seine weiche und liebevolle Seite zeigt. Denn zwischen den beiden knistert es gewaltig, aber sie nimmt ihn eigentlich nicht für ernst, weil er einfach ein Sprücheklopfer ist, weil er rüberkommt wie ein arroganter Arsch, weil er einfach auch ein Lebemensch ist. Frauen kommen und gehen und auch die Tatsache, dass er immer sagt, er ist der Teufel, Chloe nimmt das eigentlich nicht für voll. Dann gibt es in der Serie noch wunderbare Nebencharaktere. Zum Beispiel die Tochter von Chloe. Das ist ein kleines, ich sag jetzt einmal, 6-jähriges Mädchen. Und sie ist einfach zuckersüß. Ich habe mich Hals über Kopf in die Kleine verliebt, weil sie einfach genau so einfach redet, wie ihr der Mund gewachsen ist. Und dann versucht sie immer, Lucifer zu umarmen und freut sich immer so, wenn sie ihn sieht. Und er ist dann immer nur so, Kind, geh weg. Detective, nehmen Sie Ihr Kind weg. Also so wirklich auf Abstand, aber man merkt eigentlich im Laufe der Zeit, dass er die Kleine auch sehr, sehr lieb hat. Dann natürlich meine absolute Lieblingsnebendarstellerin, nenne ich es einfach mal. Das ist die Forensikerin, sie heißt Ella Lopez und wird gespielt von Amy Garcia. Und Amy Garcia durfte ich ja vor 3 Wochen auf der Comic-Con in Frankfurt kennenlernen. Und das ist einfach so ein netter Mensch. Sie hat sich Zeit genommen, hat mit den Leuten gesprochen, hat mit den Leuten Fotos gemacht, hat dann irgendwann noch ihr Handy rausgeholt und hat auf ihrer Insta-Story die jubelnde Menge gezeigt. Oder sie hat einfach mein Herz gewonnen. Und der Hauptdarsteller von Lucifer war ja auch im April, ich glaube Ende März, Anfang April, in Bonn auf der MagicCon, auf der ich mit meinen Mädels war. Mit dem habe ich auch noch ein Foto gemacht und er ist einfach genauso ein herzlicher Mensch. Er hat sich Zeit für die Leute genommen, hat Fragen beantwortet, war einfach sehr, sehr sympathisch. Und gerade weil es so eine Serie ist mit so sympathischen Darstellern oder mit so sympathischen Schauspielern, bricht es mir echt das Herz, dass Fox jetzt gesagt hat, so nach Staffel 3 ist Schluss. Es wird keine weitere Staffel Lucifer mehr geben bei uns. Jetzt haben sich natürlich die Fans mobilisiert mit dem Hashtag SaveLucifer und haben dagegen protestiert. Und ich glaube, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, BBC war im Gespräch, dass sie sich darüber Gedanken machen, ob sie die Serie weiterführen. Ich hoffe einfach, der Cliffhanger in Staffel 3 wird nicht das letzte sein, was wir von der Serie gesehen haben. Ich meine, Brooklyn Nine-Nine zum Beispiel wird ja jetzt auch noch weiter gedreht unter einem anderen Sender und ich hoffe einfach, Lucifer wird es genauso gehen. Kommen wir last but not least zu der 5. Serie, die ich auf Amazon Prime total am Durchsuchten bin. Und das ist wirklich, glaube ich, die Serie, neben Sex in the City zum Beispiel, die ich am allermeisten gerewatcht habe. Ich spreche von Scrubs. Scrubs ist einfach Weltklasse. Wenn ich
nicht weiß, was ich schauen soll. So eine Folge Scrubs geht immer und da ist es auch Schnurzpieps egal. Schnurzpieps, Schnurzpups, wie man es auch nennt. Schnurzpiepspups egal. Ob das jetzt irgendeine Folge von Staffel 1, von Staffel 5 oder von Staffel 3 ist. Scrubs geht immer. Und JD ist einfach einer meiner allerliebsten Charaktere. Nicht, weil ich ihn so extrem hübsch finde oder weil ich den Schauspieler so toll finde, sondern einfach, weil dieser Charakter John Dorian so genial ist. Er ist tollpatschig, er ist aber ein zuckersüßer, lieber Kerl, er ist total Banane, ist ständig in Tagträumen versunken, hat die verrücktesten Tagträume, wo ein Normalsterblicher denkt, was geht in dem Jungen vor, was läuft mit dem Jungen falsch? Oder seine Bromance mit Turk oder die neurotische Elliot. Das sind so viele tolle Charaktere. Dr. Cox, Jordan. Jordan ist Weltklasse. Also wenn ihr wirklich was zum Lachen wollt und wirklich so eine Serie schauen wollt, wo man einfach Hirn ausmacht und einfach nur guckt und sich dran freut oder drüber freut, dann müsst ihr unbedingt Scrubs schauen. Die ganze Chose hat 7 Staffeln gehabt mit dem Originalcast. Dann war die Serie vorbei und irgendwann kam dann auf einmal noch eine 8. Staffel. Da hatten dann JD und Co. nochmal kurze Auftritte, aber eigentlich geht es um andere Personen, weil das Krankenhaus plötzlich eine Lehranstalt ist und die Hauptcharaktere des alten Casts sind quasi noch ab und zu als Dozenten da. Die Staffel 8 war okay, man konnte sie sich mal anschauen, aber kam definitiv niemals an die ersten 7 Staffeln ran. Ich leg's euch wirklich ans Herz, euch die Serie anzuschauen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Es ist wirklich Weltklasse. So ihr Lieben, das waren meine 5 Serien von Amazon Prime, die ich euch gerne ans Herz legen wollte, die ich euch näher bringen wollte. Genau wie bei meinem Netflix-Video würde ich mich jetzt natürlich über Kommentare freuen, welche der Serien ihr gesehen habt, was ihr davon haltet, welche Serien ihr vielleicht anstatt einer von meinen 5 auf die Top 5 Liste von Amazon Prime Filmen gesetzt hättet. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich werde es mir jetzt eventuell auch noch mit einer Folge von einer Serie gemütlich machen, bevor es dann weitergeht. Ich habe nämlich noch ein paar Termine heute Abend. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen.